Hallo, was geht ab, Leute, Junge? Ist Montag, zum Glück Feiertag. Gib mir Zeit, ein paar Sachen zu erledigen, ein paar Videos zu bearbeiten, hochzuladen. War ein langes Wochenende, viel erlebt. Unter anderem auch ein Inkognito gefangen, was ihr an dem Titel dieses Videos seht. Das schauen wir uns gleich an, wie ich es gefangen habe, relativ kurz. Und danach gehen wir noch über ein paar andere Sachen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Kommt wieder einer. Hallo, was geht ab, Leute, Junge? Richtig. Knapp eine Inkognito erwischt. Hab gerade geduscht, bin aus der Dusche raus. Hab's gesehen. Ich stell's mal kurz ab. Hab dann meine Normal-Uber nicht erwischt. Musste 10 Minuten warten. Schlechter Wurf. Ich kenne mich aber zum Glück aus, deswegen direkt hierher gelaufen. Gefahren. Auf dem Weg hier auch zwei Fans getroffen. Ich weiß nicht, ob die es geschafft haben. Die sind einen anderen Weg gegangen. Aber ich habe es noch geschafft. Puh, super saftig. Pupita auch in der Nähe. Das holen wir uns auch. Das holen wir uns jetzt auch noch, falls wir es kriegen. Ja, echt saftig. Geschafft? Ja. Nice. Ja, ich auch. Endlich, Mann. Viele Leute. So, das war's. Inkognito gefangen. Gerade noch so zum Glück bekommen, obwohl es nicht weit weg von mir war. Ich habe es halt zu spät gesehen. Viele Leute waren da. Sehr cool. Immer cool, viele Leute zu sehen bei Pokémon. Beim Pokémon spielen, Pokémon fangen. Und echt viele Zuschauer dort gesehen. Wie gesagt, ein nettes Pärchen, das anscheinend auch bei mir irgendwo in der Nähe wohnt. Die aber leider nicht gelb sind. Also potenzielle Feinde eher. Spaß. Ansonsten auch noch ein paar coole Jungs aus Nürnberg getroffen. Mit denen habe ich später dann auch noch ein bisschen gechillt. Die waren echt krass unterwegs, sind hier hergekommen wegen dem Machalo. Und dann auch noch glücklicherweise das Inkognito mitgenommen. Die waren bis 5 Uhr in der Früh oder so noch unterwegs. Also so gefällt es mir, richtige Grinder. Ein paar von denen waren auch Level 39, kurz vor 40, also an euch Jungs auch viel Glück. Und echt coole Sache, was mich auch zum Thema von dem heutigen Video bringt, und zwar mehr Faninteraktion. Hab mit denen gechillt, haben mir auch ein bisschen ein paar Sachen über Nürnberg erzählt, was da so alles spawnt, was die haben und so. 100% Kikli, habe ich gehört, ist gekommen. Das ist natürlich sehr leidend für mich, aber sehr sachlich für die. Also war echt interessant so zu hören, was bei denen so kommt und dann deren Reaktion auf unsere Sachen und so. War echt cool mit anderen Leuten da, nimmt man das, sich auszutauschen, und war auf jeden Fall eine lustige Sache, viele Leute getroffen. Und wie gesagt, das bringt mich auf das Thema von heute, und zwar habe ich mir endlich mal, weil mich end viele Leute danach gefragt haben, einen Instagram-Account gemacht. Link ist unten in der Beschreibung. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Also ich habe mich Hong genannt, aber also der Account heißt Instagram.com oder .de, was weiß ich, und dann slash supersaftig, und es das heißt auch at supersaftig dann, obwohl da Hong steht. Also ich check's nicht ganz genau, aber unten werdet ihr schon finden, werde ich verlinken. Genauso dasselbe mit Facebook, habe ich mir jetzt auch einen neuen gemacht. Ich hatte ja davor einen alten, der war erstens hauptsächlich Yu-Gi-Oh! Und zweitens wurde ich da sozusagen gehackt. Also ich hatte einen Kumpel, der hat sich eigentlich darum gekümmert. Eigentlich hat er nichts gemacht, aber er war auch Admin. Und der hat mich einfach irgendwie gekickt. Und ich hatte keine Zeit und keine Lust, jetzt da irgendwie großartig hier Faxen wegen dem Account zu machen. Der war eh tot. Hatte zwar viele Likes, aber Interaktion gleich null. Und es waren eh nur Yu-Gi-Oh! Leute. Und Yu-Gi-Oh! Ist eh tot. Deswegen hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Wie nennt man das, jetzt den Account zurückzuholen? Die ganze Mühe mir deswegen zu machen. Deswegen einfach einen neuen gemacht. Der alte ist tot. Falls ihr den anschreibt, vergisst es. Schreibt den neuen an. Auch Link ist unten in der Beschreibung. Auch add supersaftig, also facebook.com/supersaftig. Und da heiße ich auch Hong. Aber es
heißt, die Seite heißt @supersaftig, also ich check das nicht ganz ab. Aber wie gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr alles. Könnt ihr mich da liken, Instagram auch liken oder abonnieren oder was auch immer, followen, wie auch immer das heißt. Versuche da mehr zu posten. Vor allem Leute, die bisher mit mir Fotos gemacht haben, haben immer danach gefragt, damit die mich taggen können und so. Jetzt könnt ihr das machen. Ich werde jetzt da immer versuchen, ein paar Sachen zu posten und auch was ganz Wichtiges, was bisher gefehlt hat, was die meisten wollten, und zwar ist, das ist eine Möglichkeit zu fragen, zu wissen, wo ich gerade bin. Zum Beispiel heute wieder ganz viele gefragt, wo ich bin, was ich heute mache. Also heute mache ich eigentlich nichts, aber theoretisch würde ich dann zum Beispiel da posten, dass ich zum Beispiel zu Macholoness gehe. Oder wenn ich schon bei Macholoness bin, dann würde ich zum Beispiel ein Foto posten von einem Macholo und dann sagen, ja, okay, heute bin ich da, von so und so bis so und so. Dann können ein paar Leute vorbeischauen, wenn die Bock haben. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, kurzes Video, kurzes Infovideo, dass ich die zwei Sachen jetzt habe. Was auch schon mehr als genug ist, also Snapchat oder so werde ich mir jetzt nicht machen. Davon habe ich jetzt gar keine Ahnung. Abonniert, liked es, followt es, was auch immer man da macht. Und dann seid ihr mal up to date, was ich so mache. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Ab jetzt auch followen. Und vergesst nicht, Pokémon ist Business.